Hallo, wir sind die Gruppe Alpaka Chat, bestehend aus Konrad, Felix, Luis und Beppo. Und wir haben eine kleine Chat-App ermöglicht. Und da sind uns folgende Probleme am Anfang begegnet. Zum Teil bei aktuellen Chat-Services haben wir eine kleine Auswahl erstellt und haben uns aufgeschrieben, was uns da nicht so gut gefällt. Bei WhatsApp ist es das zentrale System, was dabei schlecht ist. Das bedeutet, wenn der zentrale Server, der von WhatsApp eben auch betrieben wird, ausfällt, dass es eben dann nicht mehr möglich ist, irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Und das ist natürlich sehr schlecht, wenn viele Leute darauf angewiesen sind und gibt dann WhatsApp und den Besitzern sehr viel Macht über den Chatdienst. Genau, außerdem hat uns dabei gestört der Kontaktupload. Das heißt, dass die Handynummern eben zwangsläufig, um den Dienst einigermaßen gut zu benutzen, hochgeladen werden müssen. Das ist insofern schlecht, indem Facebook eben regelmäßig größere Datenleaks erfahren hat und da die Daten nicht wirklich sicher sind. Dann scheint Signal eigentlich eine bessere Alternative zu sein. Da ist aber auch ein zentrales Hosting-System gewählt worden und der offene Code, der ja eigentlich sehr gut ist, ist zum Teil auch intransparent, was es auch nicht sehr vertrauenswürdig macht. Und zusätzlich wird auch eine Telefonnummer zum Anmelden benötigt. Genau, und wir haben da als Lösung eben Matrix gefunden. Das ist eben dezentral, also es ist eher wie E-Mails, dass man sich seinen Server aussuchen kann. Der wird dann nicht von einer zentralen Entität betrieben, sondern von ganz vielen Leuten, von der Community. Und es ist eben auch Open Source, so wie Signal, aber auch sehr transparent alles gemacht und sehr offen. Genau, aber da haben wir auch einige Probleme gesehen, zum Beispiel, dass Matrix oft mit der App Element benutzt wird. Und da ist eben die Auswahl von Servern mitunter sehr schwierig und kann am Anfang sehr verwirrend sein, was viele Nutzer zuerst sehr abschreckt und auch komisch wirken kann. Und dann ist die Benutzeroberfläche, also das, was man dann sieht, auch mitunter sehr komplex und nicht wirklich hilfreich. Und da haben wir uns eben eine Lösung überlegt. Genau, unsere Lösung ist folgendes. Wir entwickeln eine App, damit das natürlich für jeden einfach möglich ist. Diese App wird sowohl natürlich direkt auf dem Handy verfügbar sein, als auch, dass man diese App im Web verwenden kann, also zum Beispiel an einem Computer. Das Ganze soll einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg ermöglichen. Das heißt, wir haben versucht erstmal oder wir werden versuchen, die Oberfläche möglichst ähnlich zu Messengern wie WhatsApp oder Signal zu halten, damit eben die bekannten Funktionen, die ein Nutzer, eine Nutzerin schon in WhatsApp oder in Signal kennt, direkt finden kann und auch nutzen kann. Wir versuchen natürlich auch den Einstieg für die NutzerInnen so einfach wie möglich zu machen, indem wir zum Beispiel eine Liste bereitstellen, wo man die bekanntesten Server von Matrix auswählen kann, damit man sich damit nicht zu gut auseinandersetzen muss und viel zu lange rumsuchen muss nach einem Server. Und wir versuchen auch das UI, also die Benutzeroberfläche, so simpel wie möglich zu machen, damit man sich gut zurechtfindet. Jetzt kommen wir zu den Daten und Technologien. Und zwar haben wir als Programmiersprache Dart und Flutter verwendet, die ähnlich zu Java aufgebaut sind. Dann haben wir auch ein Matrix-Protokoll verwendet. Und bei unserem Projekt werden die persönlichen Daten minimiert. Das bedeutet, dass Leute, die den Server hosten, dann nicht sehr viel über dich selber aussagen können. Zum Beispiel benutzen wir in unserem Projekt dann nur den Username und das Passwort. Dann kommen wir natürlich auch zu einer kleinen Live-Demo, damit ihr alle sehen könnt, wie das Ganze denn aussieht, wenn man es am Ende benutzt. Als erstes benötigen wir natürlich einmal ein Login. Der sieht natürlich jetzt anders aus, als man das vielleicht von WhatsApp oder Signal gewöhnt ist, da wir natürlich die Verbindung mit dem Matrix-Protokoll aufbauen müssen. Das heißt, wir benötigen hier einen Benutzername und ein Passwort, das vorher ausgewählt wurde. Und jetzt kommen wir zu dem schwereren Feld, die Serveradresse. Und hier ist eben, wo viele andere Matrix-Apps einfach ein Problem haben, dass man nicht genau weiß, welchen Server nimmt man. Und da erleichtern wir das Ganze. Wir haben nämlich einen kleinen Serverauswahlknopf, da kann man ganz einfach draufdrücken.
dann findet man hier eben verfügbare Server. Hier ist dann zum Beispiel der offizielle matrix.org-Server. Den kann man auswählen und kann sich dann verbinden. Sobald wir das Ganze verbunden haben, ist es ganz einfach möglich, in diesem GUI sich zurechtzufinden. Das heißt, unten können wir einmal einen neuen Chat mit einer Person aufbauen. Wir haben unsere Nutzerseite, unsere Einstellungen, können uns ausloggen. Und wenn wir nun hier schauen, sehen wir ein kleines Symbol, was uns symbolisiert, dass eine neue Nachricht in diesem Chat vorhanden ist. Dort drücken wir ganz einfach drauf. Nun sehen wir unsere aktuellen Nachrichten. Wir können hier unten eine neue Nachricht schreiben und diese auch absenden. Unsere Vision für die Zukunft wäre dann noch, dass wir in unsere App eine Verschlüsselung einbauen, damit die Nachrichten gesichert übermittelt werden können und keiner zwischendurch mitlesen kann. Wir möchten gerne noch in die Serverliste mit einbauen, dass bei den verschiedenen Servern angezeigt wird, welche Daten sie über den Nutzer sammeln. Und wir möchten eine einfache Verbindung über sogenannte Bridges machen, damit man die App mit seinem WhatsApp verknüpfen kann und dann auch mit seinen WhatsApp-Kontakten über unsere App schreiben kann. Unser Source Code ist auch auf GitHub verfügbar. Dort ist nochmal der komplette Code verfügbar und sind noch ein paar Informationen dort aufgelistet. Dann möchten wir uns noch einmal bedanken. Einmal natürlich bei unseren Mentorinnen, das sind Julia, Jana und Nils, und bei euch fürs Zuhören.